In diesem Video zeige ich dir, was HTMX genau ist und warum du es für deine Projekte benutzen solltest. Der Name HTMX leitet sich offensichtlich von HTML ab, der Hypertext-Markup-Language oder auf Deutsch Hypertext-Auszeichnungssprache. Das X in HTMX steht dabei für Extension oder Erweiterung. Und das beschreibt es auch schon ganz gut, denn HTMX ist nämlich nur eine Erweiterung von HTML um dir neue dynamische Funktionen im Frontend zur Verfügung zu stellen, die man sonst nur von großen Frontend-Frameworks wie React kennt. HTMX ist also HTML und mehr, quasi ein Superset von HTML. Das bedeutet für dich, du schreibst einfach ganz normal weiterhin deinen HTML-Code in gewohnter Syntax und bekommst durch HTMX dabei etwas mehr Möglichkeiten geboten. Und da HTMX dein HTML nur erweitert, es ist auch ganz egal, was deine Website oder Webanwendung im Backend auf dem Server nutzt. HTMX kümmert sich nicht um Programmiersprachen oder Frameworks. Genau wie auch HTML. Es funktioniert einfach mit allem. Aber nochmal zurück zur Geschichte von HTMX. HTMX wurde unter dem Projektnamen Intercooler.js bereits 2013 von dem Entwickler Carson Gross ins Leben gerufen. Und 2020 in den passenderen Namen HTMX umbenannt. Die Grundidee war? die Interaktion zwischen HTML und dem Server direkt aus dem Frontend zu vereinfachen. Das bedeutet, HTML sollte die Möglichkeit gegeben werden, selbstständig dynamische Elemente auf der Website zu verändern und damit interaktive Webanwendungen zu entwickeln, ohne gleich komplexe JavaScript-Frontend-Frameworks nutzen zu müssen. Unter der Haube ist HTMX dabei eigentlich nur eine minimalistische JavaScript-Bibliothek, aber mit dem großen Unterschied zu anderen JavaScript-Bibliotheken, dass du selbst keine einzige Zeile JavaScript schreiben musst. Du kannst einfach in gewohnter HTML-Syntax dynamische Web-Apps und User-Interfaces entwickeln. HTMX erlaubt dir damit zum Beispiel das dynamische Aktualisieren von einzelnen Seitenelementen, wenn eine Benutzeraktion ausgelöst wird, ohne gleich die ganze Seite neu laden zu müssen. Eine schlanke Methode, um Ajax-Anfragen direkt in HTML zu integrieren, wodurch die Notwendigkeit umfangreicher JavaScript-Codeblöcke komplett eliminiert wird. Dadurch wird das Frontend mit wenig Aufwand dynamisch und die Website selbst behält dennoch eine gute Performance. Später im HTMX-Kapitel, in der ersten Lektion So funktioniert HTMX, steigen wir noch etwas tiefer in die Technik ein und ich zeige dir ganz genau, was HTMX ausmacht. Schauen wir uns jetzt aber zunächst an, was aktuell das Problem in der Webentwicklung ist und wofür HTMX die Lösung liefert, und warum es gerade jetzt so wichtig geworden ist, HTML zu nutzen. Dafür müssen wir in der Geschichte des Webs kurz über 30 Jahre zurückreisen. Wir befinden uns im Jahr 1989. Der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee entwickelt am CERN in Genf das World Wide Web. Sein Ziel ist es, Forschungsergebnisse auch mit anderen Standorten in Europa teilen zu können. Kurz darauf, im August 1991, veröffentlicht er sein Projekt die Geburtsstunde der ersten Website. Damals noch im schlichten Grün auf Schwarz. Ein Jahr später, 1992, wird die erste Version von HTML der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bis zum Ende des Jahres 1995 explodiert die Anzahl der Webseiten förmlich auf 23.500. Heute stehen wir bei über 2 Milliarden Webseiten. Doch 1995 sahen die ersten Webseiten natürlich noch lange nicht so aus wie heute. Die ersten Webseiten bestanden im Wesentlichen aus Texten, Bildern, Tabellen und Links zu anderen Seiten und URLs. Also einfach nur pures HTML mit einer Datenbank im Hintergrund. Viele Webseiten haben nicht mal richtiges CSS verwendet, obwohl es die erste Version damals schon gab. Und dieser Zustand ist auch eine ganze Weile so geblieben. Springen wir ins Jahr 2005. Die Backend-Frameworks Django für Python, Symfony für PHP und ein Jahr früher Ruby on Rails für Ruby und Spring MVC für Java werden veröffentlicht. Diese Frameworks haben Pionierarbeit geleistet und werden auch heute noch über 20 Jahre später so in dieser Form verwendet. Jedes Framework nutzt eine andere Programmiersprache. Was alle vier aber gemeinsam haben, ist, sie etablieren eine verlässliche Architektur, auf der Webanwendungen seitdem aufbauen können: dem Model View Controller Entwurfsmuster. Die Idee ist, das Model bildet die Datenbank ab, zum Beispiel mit MySQL. Die View stellt das Frontend im Browser dar, also die HTML-Datei. Und im Controller werden die Funktionen mit der verwendeten Programmiersprache entwickelt. PHP, Python, Java oder Ruby. Hinzu kommt ein sogenannter Router, mit dem einfach zwischen den einzelnen HTML-Dateien navigiert werden kann. Alles war gut, sauber strukturiert und hat funktioniert. Soweit zur Backend-Seite. Das Frontend bestand dabei noch nur aus HTML und CSS und für kleine dynamische Funktionen wurde etwas JavaScript verwendet. Im selben Jahr, immer noch 2005, wurde jQuery entwickelt, die erste wichtige JavaScript-Bibliothek, die den Einsatz von JavaScript im Frontend für die Entwickler deutlich vereinfachte. Es ermöglichte die einfache Nutzung von dynamischen Funktionen für alle ohne diese selbst in purem JavaScript nachschreiben zu müssen. Für die damalige Zeit eine Revolution in der Frontend-Entwicklung. jQuery wird aktuell übrigens noch heute auf schätzungsweise über 70% der Webseiten verwendet und befindet sich auch immer noch in der aktiven Entwicklung. Und das, obwohl die Syntax etwas gewöhnungsbedürftig ist. Fünf Jahre später, 2010, wurde Angular von Google veröffentlicht, und der Aufstieg der Single-Page-Anwendung, kurz SPA, begann. Seitdem besteht das Frontend nicht mehr nur aus einer HTML-Datei, sondern aus einem ganzen JavaScript-Bild. Im Backend wurde aber weiterhin die Model-View-Controller-Architektur von Django oder Symfony genutzt. Mit Angular war es jetzt aber ab sofort möglich, JavaScript-Funktionen direkt aus dem HTML aufzurufen. Außerdem wurde die Syntax im Vergleich zu jQuery vereinfacht. 2013 kam schließlich React von Facebook auf den Markt, was zu einer verstärkten Nutzung von JavaScript im Frontend für die Entwicklung von anspruchsvolleren und reaktionsfähigen Benutzeroberflächen führte. Mit React lassen sich die Anwendungen hierarchisch komponentenbasiert aufbauen und bringen ihre eigene Templatesprache mit. Obwohl nach React natürlich noch weitere Frontend-Frameworks veröffentlicht wurden, wie Vue, Swell, Astro und viele mehr und jede Woche neue hinzukommen, dominiert React bei der Nutzung im Frontend nach wie vor. JavaScript hat sich dadurch weiter etabliert und bleibt die führende Sprache im Frontend. Spätestens seit 2020 versucht JavaScript nun alles zu übernehmen und will mit Full-Stack-Frameworks wie Next.js auch in das Backend vordringen. Und das führt uns endlich zu dem Problem, mit dem wir heute zu kämpfen haben. Denn die Architektur von Webanwendungen, von Model View Controller zu heute, hat sich extrem verkompliziert und sieht heute so aus. Allein die Frontend-Architektur arbeitet nun mit eigenen Komponenten, Models, Controllern, Views, JavaScript-Runtime, JSON-APIs, Routern und vieles mehr. Das heißt, das Frontend ist viel komplizierter als das Backend geworden. Und dabei geht es nur um die Darstellung von Inhalten. Und hier kommt jetzt HTMX ins Spiel. HTMX nimmt die ganze Komplexität der aufgeblasenen Frontend-Frameworks wieder raus und geht zurück zu den Anfängen von HTML und einer ganz einfachen Model-View-Controller-Architektur. Mit HTMX wird HTML einfach um eine Syntax erweitert, um Attribute dynamisch zu nutzen, einzelne Inhalte zu aktualisieren und trotzdem genau die gleichen Funktionen im Frontend wie mit React zu erreichen. Es macht die Webentwicklung wirklich viel simpler und überschaubarer und lässt dich im Frontend einfach mit purem HTML arbeiten. So wie vor 20 Jahren, nur mit modernen Ergebnissen. Kein Wunder also, dass HTMX gerade in den letzten Jahren so viel Popularität bekommen hat. Auf der Website Best of JS findest du unter dem Punkt JavaScript Rising Stars in der Kategorie Frontend Frameworks HTMX auf Platz 2. Das bedeutet, dass HTMX im Jahr 2023 über 15.000 neue GitHub-Stars einsammeln konnte. Nur ganz knapp hinter React. Obwohl React ein großes bekanntes Framework ist. Das zeigt, wie sehr die Entwickler von HTMX als neuen einfachen Frontend-Ansatz überzeugt sind. Und das Ganze ohne eine Zeile JavaScript schreiben zu müssen. React ist zwar Stand heute nach wie vor auf Platz 1, dass die Entwicklung im Frontend aber auch mit viel weniger Aufwand geht, zeigen zwei Beispiele. 2022 hat der Entwickler David Gilliard auf der Django-Konferenz gezeigt, wie er und sein Team in zwei Monaten eine Django- und React-Anwendung auf Django und HTMX umgebaut haben. Das Ergebnis ist eine Reduzierung der Codebasis um 67% von 21.500 auf nur noch 7.200 Codezeilen. Außerdem wurde die Bildzeit um 88% verkürzt und der Webanwendungsspeicherverbrauch. Um 46% reduziert. Und das Ganze mit dem gleichen Ergebnis. Das heißt, die Benutzer im Browser merken nichts davon, ob React oder HTMX benutzt wurde. Es ist dieselbe User Experience. HTMX bietet also nicht nur die gleichen Funktionen, sondern liefert im Ergebnis eine Webanwendung mit deutlich besserer Performance. Zum gleichen Ergebnis kommt auch der Entwickler Adrian McPhee und sein Team vom Projekt Open United die den Code öffentlich auf GitHub zur Verfügung stellen. Nach der Umstellung von React auf HTMX wurden die Codezeilen um 61% reduziert, es wurden 72% weniger Dateien gebraucht und die subjektive Entwicklungsgeschwindigkeit war fünfmal höher als mit React. Und nochmal als Erinnerung, mit demselben Ergebnis im Frontend und der Nutzer der Anwendung merkt nichts davon, außer eine bessere Performance. Wenn du noch tiefer in die Beispiele einsteigen möchtest, Findest du im Anhang die Quellen zu dem YouTube-Vortrag und dem Code auf GitHub. Aber nicht nur die Entwicklung ist mit HTMX schneller und leichter, auch die Installation, Pflege und Wartung funktioniert genauso einfach. Du musst nichts mit NPM installieren, Pakete bundeln, kompilieren oder hosten. Du kannst die HTMX-Dateien nämlich einfach herunterladen und in deinem HTML-Head verlinken. Oder du nutzt ein fertiges CDN im Head. Das nimmt enorm viel Komplexität aus der aktuellen Frontend-Web-Entwicklung. Und du hast wieder viel mehr Zeit, dich um die echten Funktionen deiner Webanwendung zu kümmern. Aber ist React dann jetzt überflüssig? Nein, das denke ich nicht. React hat auf jeden Fall immer noch seine Berechtigung. Vor allem, wenn du angestellt arbeitest und von deinem Arbeitgeber ganz normal nach Zeit bezahlt wirst. Mit HTMX wärst du ansonsten bei 60% reduzierter Codebasis nämlich schon am Dienstagnachmittag fertig mit der Aufgabe und müsstest dich ab Mittwoch auf der Arbeit langweilen. Mit React bist du mit derselben Aufgabe noch bis Freitagabend beschäftigt. Aber im Ernst, React hat ein riesiges Ökosystem mit unzähligen Bibliotheken und Add-ons. Für hochkomplexe Projekte mit Tausenden von Entwicklern, wie zum Beispiel bei Facebook, kann die Verwendung von React durchaus Sinn machen. Für 80% der anderen React-Projekte da draußen ist die Nutzung von React jedoch vermutlich mit viel zu viel Overhead und Beschäftigungstherapie verbunden. Für viele Projekte ist HTMX also auf jeden Fall die bessere Wahl. Vor allem, wenn du am liebsten nur pures HTML schreibst und trotzdem nicht auf dynamische Funktionen und interaktiver Benutzererfahrung im Frontend verzichten willst. Oder du fühlst dich im Backend ohnehin wohl und nutzt jetzt schon Symfony Django oder etwas anderes und willst dein Frontend nur etwas dynamisch aufwerten. Mit HTMX musst du dir die Komplexität und den Umfang von großen Frontend-Frameworks wie React, Vue oder Angular also nicht zumuten. Man kommt trotzdem schnell zu guten Ergebnissen. So, wenn du jetzt überzeugt bist, bleib einfach direkt dran.